Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht das an der Stelle wirklich sehr gut. Schaut mal dahin. Die Sonne scheint uns auf unser Schädel. Und da kann es einem doch auch wirklich nur gut gehen. Ich bin froh, dass wir langsam in Richtung Sommer gehen. Ich hoffe, ihr seid das auch. Ich bin tatsächlich eher ein Sommermensch als ein Wintermensch. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich will euch heute mal mitnehmen. Ich will heute mal einen Blick auf die kleinen Kaninchen hier werfen. Heute ist Tag 36. Sie sind jetzt schon relativ groß geworden. Und ich will einmal schauen, ob man heute schon das Geschlecht ein Stück weit erkennen kann. Und dazu nehme ich euch einfach mal mit. Jetzt habe ich einmal nachgesehen und der Wurf ist sehr männerlastig, sage ich mal. Was hat sie denn hier? Ist sehr männerlastig, also alle bis auf das grau-blaue hier. Sie ist hier ein Weibchen. Alle anderen sind Männchen. Ja, wie es manchmal so ist, ne? Die Kaninchen sind jetzt 36 Tage alt. Das heißt, dass sie jetzt bald an einen Punkt kommen, wo ich sie dann zum Verkauf stellen werde. Ich denke, dass ich hier alle verkaufen werde, bis auf sie hier. Bei der bin ich mir noch nicht so sicher. Eventuell behalte ich sie. Also die bleibt jetzt noch mal so ein bisschen hier. Aber die anderen, die werden alle verkauft. Und wer nicht verkauft wird, der findet auch einen anderen Weg der Verwendung hier bei mir. So, das war jetzt gerade ein bisschen stressig für sie. Ich werde jetzt hier gleich auch nochmal diesen Bereich hier einmal sauber machen. Den habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht sauber gemacht, weil ich den ihr vertrautes Heim sozusagen noch ein Stückchen überlassen wollte. Aber ich denke, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um hier gewisse Reinigungsaktivitäten hier auch gleich einmal durchzuführen. Des Weiteren werde ich hier auch noch mal ihnen was zu essen geben, bisschen Heu noch mal mit reinpacken, damit sie hier auch ein schönes, erfülltes und glückliches Kaninchendasein pflegen können. So, jetzt haben die kleinen Kaninchen hier ordentlich was zu futtern. Da sind sie, die kleinen. Ich habe den heute auch Trockenfutter, aber da sind sie gerade wie die Raubtiere drüber hergefallen. Wie viel gebe ich ihnen heute? Also gestern habe ich ihnen dreimal 150 Gramm gegeben. Das war jetzt komplett alles weg. Ich habe ihnen jetzt viermal 150 Gramm gegeben. Mal schauen, wie das morgen früh aussieht. Wenn da morgen sehr viel übrig geblieben ist, dann kriegen sie wieder nur 3, vielleicht 3,5. Aber wenn das morgen komplett weg ist, dann weiß ich, dass auch das eventuell noch nicht mehr so ausgereicht hat. Die werden ja auch immer größer hier und stabiler. Das heißt, dass die jetzt auch schon richtig Nahrungszufuhr hier auch machen müssen. Ich habe denen heute Karotten hier mit Grünzeugs dran gegeben und da sieht man auch irgendwo auch den Kohl hier. Heu muss ich gleich nochmal auffüllen, damit die hier auch ordentlich was haben. Und das scheint ihnen zu schmecken. Sie ist hier eine gute Mutti. Alles sehr gut gelaufen hier.
Eigentlich hätte sie laut Plan heute Stichtag sozusagen. Heute ist Tag 31. Ich habe jetzt gerade nochmal, das habe ich jetzt zwar nicht auf Video aufgenommen, aber ich habe ihre Kloecke hier nochmal sauber gemacht. Also nicht den ganzen Stall, nur ihre Ecke. Und noch ein bisschen mehr Stroh mit reingepackt. Und jetzt füttert sie hier auch wieder schön. Und ich bin mal gespannt, ob sie heute Nachwuchs bekommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Mal gucken, vielleicht kriegt sie den auch morgen. Vielleicht auch heute Abend. Oder das war einfach nur ein Fehlalarm. Irgendwie, ich weiß nicht warum, mir kommt der Gedanke in den Kopf, dass sie nicht schwanger ist. Obwohl das am Anfang ganz anders gewirkt hat. Aber mal schauen, vielleicht irre ich mich auch noch. Wir müssen sehen. Also ich bin sehr gespannt. Und hoffe, dass ich euch vielleicht morgen oder übermorgen schon eine frohe Kund verkünden kann. Dass sie ganz viele Kinderlein bekommen hat. Mal schauen. So, dann wollen wir mal das Gebiet hier sauber machen. Das ist jetzt das erste Mal, wie ich schon gesagt hatte, dass ich sauber mache. Ich wollte ihnen immer noch so ein gewisses Nestgefühl schenken, weil ich halt so ein lieber Mensch bin. Aber jetzt ist halt der Moment gekommen, wo das hier auch einmal gereinigt werden muss. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Und da wir bei YouTube sind, wird das alles relativ schnell gehen. So, das war's. Das ist schön sauber. Für die kleinen Kaninchen vielleicht ein wenig verwirrend, weil es sich wohl nicht mehr wie ihre Geburtsstätte anfühlt. Aber auch das gehört dazu, ne? Zum Erwachsenwerden, zum Großwerden. Von daher läuft alles soweit planmäßig. Ja, ich hoffe, ihr fandet das einigermaßen interessant. Gerade auch was die Geschlechter angeht. Nun wissen wir, womit wir es zu tun haben sozusagen. Und so lade ich euch dann auch ein, nächstes Mal auch wieder mit einzuschalten. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Und dann bleibt mir an der Stelle jetzt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen restlichen Tag zu wünschen. Bis dann. Ciao, ciao.